Genau. Dass du das Video auf 1280x720 runterrenderst. In, wenn möglich, MP4-Format oder WMV. Weil ich glaube, Windows Movie Maker nimmt kein MP4-Format. Man kann aber auch bei der Vollversion von Rillis gleich ein MP4 aufnehmen. Allerdings trotzdem sollte man die Videos nochmal rendern. Das ist. Also ich brauche, um sagen wir mal 1,2 Gigabyte Video, was schon gerendert ist, hochzuladen, 30 Minuten. Na, kommt da Aber was? Nee, das liegt auch an meiner Internetleitung. Also dafür brauchst du nicht Danke sagen. Das bei näheren Fragen. Darüber sollte man das aber dann mal im Teamspeak abschnacken oder sowas. Dann könnte man da vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen. ja, Quastin, wir wissen, ob wir heute noch LS13 Let's Play machen. Quastin, nein, Let's Play. Ich bin momentan nicht fähig, Let's Play zu machen. Ich habe heute Vormittag eins versucht, das habe ich voll verhunzt, weil ich wegen dem Lutscher noch voll Bauchschmerzen habe. Deswegen bin ich ja schon seit 10 Uhr nur am ETS zocken. Ja, mal schauen, vielleicht heute Abend. Also, da, upsala, da überholt einer und boah! Boah! Was denn sagt, er rendert immer mit Megui, oder wie das heißt? Megui, ja. Ja, ich mache, also ich rendere und bearbeite die Videos nochmal mit Magix, Movie Okay, Maker. okay. Ja, ich mach's halt einfach nur, ich rende einfach nur mit dem Movie Maker, ja, von weg. Und danach habe ich durch den Free-Converter und dann schicke ich es auf YouTube hoch. Also das sind 20 Minuten. Wie viel FPS nimmst du auf? Kommt auf, drauf an, auf welches Spiel, aber meistens 25 reicht. Reicht definitiv. Ja, auf alle Fälle. Man muss das so sehen, Fernsehen in der heutigen Zeit läuft mit ca. 20 bis 22 FPS. Und das Auge erkennt eh nicht mehr wie, ich glaube, 25 oder irgendwas. Wenn man das neue Update einfach weiterspielen. Also ich habe damit keine Probleme gehabt mit dem Spielstand bei Patch 1.7. Du, was ich dich Ja, gestern mal fragen wollte, hast du einen Soundpatch mit drauf, oder? Oder Soundpatch? Sound Mod. Ja, Ah, okay. bei. Für Volvo und für Scania habe ich mir andere Soundmods aufgetan. Ah, okay. Ist mir nämlich gestern aufgefallen bei deinem Livestream. Hexe, 25 FPS im Spiel oder mit aufgenommen mit 65 FPS? Aufgenommen, LS13. Ah, LS13 reicht 25 FPS Ja, auf alle mit Fälle. aufnehmen. Was nimmst du denn auf? Raps, Magix, ach, Magix hast du ja gesagt. Du hast die Demo-Version. Allerdings muss ich sagen, Demo-Versionen sind nie das. Ah, Das Wahre. Also ich benutze ja Bandicam, ich bin da voll begeistert davon. also ich habe schon so viele Aufnahmeprogramme ausprobiert, also Fraps, DX3, Bandicam, Afterburner. Ja. Und bin jetzt beim Rillis hängen geblieben. Weil das Tool beinhaltet ja mehrere Videoaufnahmeprogramme in einem. Du kannst damit deinen Desktop aufnehmen, du kannst damit Ausschnitte aufnehmen, Das kann ich du ja mit kannst Bandicam mittlerweile auch. Basecamp mit aufnehmen, brauchst kein extra Programm nebenbei Ah, laufen lassen. okay, das ist gut. Kannst mehrere Audiospuren aufnehmen
um die später nachzuarbeiten, falls dein Gegenüber zu leise ist. Oh, ich hab mir die Nase. Auf alle Fälle, die Entscheidung, ein Lenkrad zu kaufen, wächst bei mir immer weiter. Ja, ich spare noch ein bisschen auf. Erstmal habe ich für nächsten Monat andere Sachen eingeplant. Und nächstes Jahr werde ich mir das holen. Na, Weihnachten steht vor der Tür. Mal schauen. Nein, nein, nein. Das ist echt knapp. Wegen ein paar Minuten muss ich vorher noch pennen, weil sonst kriege ich Strafe drauf. Sag ich doch, der Xbox-Controller für LS13 reicht voll und ganz. Also benutzt du den, oder? Ja, benutze ich auch für ETS zurzeit noch. Okay. Bis ich das nötige Kleingeld habe, wie das G27 von Logitech zu kaufen. Ja, das Lenker. Das ist teuer, glaube ich, gell? Ja, also ich krieg zwar ein paar Prozent beim Elektronikmarkt bei uns, weil ein Bekannter von mir da arbeitet, aber trotzdem liege ich bei 220 Euro. Der Quastin, der schreibt gerade, übt doch mal mit der Maus, echt super. Also er spielt mit der Maus und auf der Tour, also er lenkt dann mit der Maus und so. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe es mal probiert, aber irgendwie funktioniert das bei mir dann nicht. Nee, also mit Maus und Tastatur. Auch nicht so mein Ding. Weißt du, ich bin Rechtshändler. Ich fahre ja eigentlich mit den Pfeiltasten und dann noch die Maus. Wie soll das gehen? Also da weiß ich nicht. Meine Autobahn sind ja nur noch 2756 Kilometer. Oh, ich habe bloß 288. Ich fahre doch einfach Libyen noch nie. Ich hab gesehen, es gibt so ein Pfeil, das setzt du dir auf den Kopf und das, die Kamera geht deinen Kopfbewegungen nach. Aha. Für ETS 2. Nein, echt? Ja. Ich weiß nicht, was das Ding kostet. Ich habe auf der Homepage, ich habe nur ein Video davon gesehen. Oculus heißt das Teil? Ah, Oculus Rift, das kommt nächstes Jahr, glaube ich, von 250 Euro. Uff. Das ist aber, dann haben sie das für ETS auch schon cool. Ah, scheiße. Verdammt. Ich darf da nicht. Jetzt halt. So, schlimm werden wird. Ich habe das bei der Gamescom, habe ich das mal aufgesetzt und ausprobiert. Geiles Teil. Geiles Teil. Aber soll halt nicht für alles fähig sein. Aber ETS-Gamescom wird das bestimmt cool. Ja, habe ich im Video schon drüber gesehen. Der Typ hat das aufgehabt, ist ein Amerikaner, der das schon aufgehabt ist vor seinem Leben. In Amerika gibt es schon, so gut weiß ich. Bei World of Trucks auf der Homepage sieht man das. Mhm. Jo. Grünkohl? Wisst ihr, was ja noch fehlt? Grünkohl? Ja, Grünkohlsaison geht jetzt bald los. Nochmal ein bisschen ordentlich Bodenfrost und dann lecker schlecker Grünkohl. Achso, ihr redet über LS gerade, Essen. Achso, über Essen. Oh, Grünkohl, Leib- und Magenspeise. Das könnte ich sogar, das ist eigentlich ein Wintergemüse oder so, Herbstgemüse, aber das könnte ich sogar im Sommer essen. Ey. Ja, stimmt, Grünkohl ist immer cool. Alle, sag mal, alle Kohlsorten bin ich begeistert. Ja, doch, also ich habe auch keinen. Also ich bin sowieso ein Allesfresser. Ja, was ich nicht so gerne mag, sind Senfeier. Mmh,
weiß nicht, doch, die mag ja eigentlich schon, was mag ich eigentlich nicht? Was mag ich eigentlich nicht gern besonders? Fisch. Also ich bin jetzt nicht gerade der super Fischfreund. Auch aber doch. Ansonsten alles eigentlich. Also ich habe das Gefühl, dass die auch irgendwie mal den Verkehr gepatcht haben. Ich habe das Gefühl, dass da jetzt viel mehr los ist, wie vorher da. Entweder täusche ich mich, oder ist es wirklich so? Aber wegen dem Texturfehler muss ich nochmal gucken. Das ist, kann ja entweder nur mit der Karte jetzt zusammenhängen wegen dem neuen Patch oder. Ja. Weil ich habe den Vorgänger ja von dir noch gehabt. Okay. Du hast ja die neuere Version, ich habe den Vorgänger davon noch. Ja, ja, ich habe die neuere und das ist halt das Problem. Ich sehe, ich kann halt nicht nach Afrika runter. Ich kann zwar runterfahren, aber ich kann da unten auf der Map nicht sehen und das ist echt blöd. Aber ich weiß nicht warum. Was denn? Meine Frage, du hast doch auch die neue Map, gell, von TSM. Oh, es kommt zum Regnen, seit langem regnet es wieder mal. Wie ist es bei dir? Kannst du runterscrollen nach Afrika? Ja, der kann auch. Komisch. Warum kann ich das nicht? Woran liegt das? Hast du vielleicht irgend noch einen Mod drin, der das? Nee, ich habe nur die Mod drin und Mods drin und dann halt nur meine Text, den Ding habe ich da drin, Multitraffic. Ja. Und dann, ja, mein Screen, mehr nicht. Meine Güte, überhol doch den blöden LKW da vorne. So, die nächste Raststelle fahren wir heute mal raus. Wir müssen wir pennen. Ja. Oh, Kreditrate. Ich liebe jetzt, wenn man das Geräusch aufbraucht, wenn man Geld fahren muss. Freue mich auf Landwirtschaft. Landwirt 2014, da kann man nur Saison enden. Ach, dieses hier von. Die Landwirt 2014? Das ist das hier von UIG? Nein, der Landwirt ist von UIG. Achso, und man ist Landwirtschaftssammler 2014. Wo hast du denn die Info her, dass man da nur Saison ernten pflügen kann? Ich weiß noch, ich habe noch gar nichts gehört von 2014. Nee, die Hexe on Tour schrieb das hier. Okay. Oder Landwirt 2014? Der Landwirt soll ja nächsten Monat, laut Heiden soll der nächsten Monat kommen. Es ist das Ding von UIG. Oh mein Gott. Ach ja, da gibt es ja die verschiedenen Jahreszeiten. Ah. Ja, UIG. Ja. Also ich habe Bilder von dem Spiel gesehen und das zum Beispiel das PDA sieht mir sehr nach LS13 aus. Ja, ist aber nicht der Fall. Also ich habe das Video angeschaut von MS Heinrich, was er gemacht hat. Ja. Und muss sagen, das PDA, ja, der schaut, fällt mir sogar ein bisschen besser. Also, aber darauf schaue ich nicht. Also ich möchte halt das fertige Spiel schauen, weißt du, und da mich jetzt nicht irgendwas beeinflussen lassen, weil UEG ist halt mit Vorsicht zu genießen, das wissen wir alle. Mal gucken. Zug kann wir auch den Motor ausmachen. UIG kann halt eins, die kann was sehr schön machen, aber auch richtig verpackt. Das können die ganz gut. Ja, also ich, wie gesagt, den Agrarsimulator, dass das nicht vernünftig läuft, dann hätte ich mir den auch schon mal wieder gekauft. Den ersten Teil, wie gesagt, der wurde zurückgerufen und selbst die Firma Klaas, die damals Lizenz vergeben hat, hat gesagt, Leute, so nicht. Ja, ja, ist klar. Nicht ein Spiel rausbringen mit unseren Produkten, was gar nicht funktioniert. Im Gegensatz zu unserem Produkt. Ja. Und hätten sie den, weil das Spiel hat ja Potenzial. Ist der, ne?
Der dynamische Boden sieht schön aus. Die Grafiken so sehen auch nicht schlecht aus, aber es ist halt nur verbuggt. Ja. Und deswegen nicht schön. Nee,